Adelaide erzählt, wie die abstoßenden Kahlköpfe ohne jede Kontrolle das Viertel überfallen. Dann gurgelt sie mit Johannisbeeren und geht schlafen. Hubschrauber im Tiefflug berühren fast den Boden. Sie folgen den großen Avenidas. Sie kontrollieren die Menge. Die Propeller dröhnen. Wenn ich diese metallenen Käfer sehe, überkommt mich ein paradoxes Gefühl von Tod und Freiheit. Sie haben Maschinengewehre und Bomben mit demoralisierender Wirkung bei sich. Sie werfen Netze über Ansammlungen aus, versprühen farbige Betäubungsflüssigkeiten und produzieren giftigen Qualm. Sie sind in tausendfacher Weise zu verwenden. Und dennoch faszinieren sie mich. Diese Fähigkeit, über allem zu sein. Allmächtig. Dieser linkische Flug wie ein prähistorischer Vogel. Er hat die Macht zu entweichen, zu entfliehen, wegzufliehen. Die Hubschrauber werden bei der Überwachung der Menge von Gasschächten unterstützt. Die versteckten Ausgänge dieser Geräte können von Bord der Flugapparate elektronisch eingeschaltet werden. Sie brauchen nur den für die Region zuständigen Code einzugeben. Die Gasschächte sind furchtbar. Diesmal habe ich kein Schallgerät erstanden, aber sicher kommt gleich wieder einer, der etwas verkaufen will. Aus Türwinkeln, aus Höhlen und Löchern, hinter Ecken, von überall her tauchen fliegende Händler auf. Sie werden wieder auf die Inspekteure stoßen und verfolgt werden. Ich stelle mir das Ganze vor wie ein großes Spiel zwischen Katze und Maus, das die Eintönigkeit überdecken soll. Es funktioniert alles wie ein Mobile. Ach ja, das Mobile meines Verwandten, Sebastian Bandera. Wenn ich es mir recht überlege, hat es in meiner Familie interessante Leute gegeben. Es kann sein, dass ich einem von ihnen ähnlich bin mit meinem fantasievollen Kopf, der ein bisschen zu sehr fiebert, wie Adelaide mir einmal sagte. Adelaide erwartete mich an der Tür des Gebäudes. Sie versteckte sich im Eingangsflur, denn man kann nicht vorsichtig genug sein bei so vielen unbekannten, fremden Menschen, wo sie doch so misstrauisch und ängstlich ist. Adelaide versteckte sich dort und wartete auf den Briefträger. Seit Jahren wartete sie auf einen Brief. Ist was gekommen? Nein, wir kriegen bestimmt noch eine Nachricht. Ich habe bald alle Hoffnung verloren. Meine Frage kommt automatisch, ebenso wie die Gäste, wenn ich ihre linke Schulter streichle. Ihre Antworten auch. Seit Jahren sagen wir diese vier Sätze an der Tür und sie scheinen mir ein Zeichen dafür zu sein, dass es auf dieser Welt Unveränderbares gibt. Wenn dieser unmögliche Brief eines Tages eintrifft, wird nur noch Leere sein. Wir setzten uns vor den Fernseher und warteten auf den Beginn der Abendserie. Als der Vorspann kam, zeigte ich ihr das Loch. Sie sah mich beunruhigt an, wartete auf eine Erklärung von mir, dass ich etwas sagte. Es ist nicht normal, dass der Mann mit einem Loch in der Hand nach Hause kommt, als sei nichts geschehen. Adelaide begann zu weinen, als sie mich ruhig und ungerührt dasitzen sah. Und ich schien nichts erklären zu wollen, aber was sollte ich auch erklären? Etwas, was ich selbst nicht begriff. Sie ist es nicht gewohnt, etwas zu akzeptieren, ohne das Warum zu erfahren. Es muss alles ganz klar sein. Die einzige Ausnahme gilt für die Religion. Schmerzt es sehr? Nein, überhaupt nicht. War es ein Unfall? Nein, es ist einfach aufgetaucht. Nein, Susa, so etwas taucht nicht einfach auf. Irgendetwas ist geschehen. Was war es? Nichts. Ich saß im Bus und die Hand juckte. Als sie wieder juckte, sah ich, dass sich ein Loch bildete. Als ich in der Stadt ausstieg, war es ganz da. Was verheimlichst du mir? Nichts. Es ist die reine Wahrheit. Ich schwöre es. Du hast mir immer alles erzählt, Susa. Das tue ich auch jetzt. Tut es denn überhaupt nicht weh? Nein. Bist du beim Arzt gewesen? Wozu?
um das untersuchen zu lassen. Wer weiß, vielleicht hat der Arzt eine Erklärung dafür. Ich will keine Erklärungen. Und du hast da einfach dieses Loch. Ja, es stört mich nicht. Ja, aber mich? Dich? Ja, mich? Soll ich etwa mit einem Mann herumlaufen, der ein Loch in der Hand hat? Was werden die Leute sagen? Jetzt hör mal, Adelaide, wer wird denn in dieser Stadt auf ein Loch achten? Hast du nicht gesehen, was für merkwürdige Leute auf der Straße herumlaufen? Ach, da fällt mir ein, heute kamen zwei grässliche Kahlköpfe und baten um Almosen. Almosen? Hast du sie angezeigt? Das ist zu umständlich. Du weißt doch, wie wichtig so eine Anzeige ist, Adelaide. Es ist nur zu ihrem Besten. Das System kümmert sich um sie. Ich habe die Nase voll von all diesen Leuten, Susa. Ich gehe nicht einmal mehr an die Tür, wenn es klingelt. Heißt das, dass sie schon öfter gekommen sind? Warum hast du mir das nicht gesagt? Wie kommen sie ins Haus? Irgendjemand lässt die Tür offen oder sie dringen ins Haus ein wie Einbrecher. Ich weiß nur, dass sie jeden Tag zu jeder Zeit gekommen sind. Das System kann das nicht verhindern, Adelaide. Jeden Tag neue, andere Leute. Wir wissen nicht einmal, woher sie kommen. Heute habe ich einen von diesen Kahlköpfen gesehen. Furchtbar. Als wäre er von einem anderen Planeten. Ich hatte Angst vor ihm. Ich weiß nicht, was werden soll. Die Stadt kann keine Leute mehr aufnehmen. Man kann kaum noch laufen. Was nun? Hör mal, mit dieser ganzen Erzählerei hast du vom Thema abgelenkt. Das Loch. Habe ich dir doch schon gesagt, ich weiß genauso viel wie du. Sie ging ins Bad und putzte sich die Zähne. Jetzt gurgelte sie. Dieses Grrrr in der Kehle war entmutigend. Adelaide ging nie schlafen, ohne vorher mit dem Präparat auf Johannisbeerbasis zu gurgeln. Ja, künstliche Johannisbeeren, aber mit einem köstlichen, frischen Duft. Adelaide ging mit einem angenehmen Geschmack im Mund ins Bett. Für Augenblicke duftete das ganze Zimmer danach. Ich für meinen Teil glaube, dass wir deshalb in all den Jahren nie eingeschlafen sind, ohne uns einen richtigen Kuss zu geben. Der Johannisbeerduft beruhigte mich und gab mir die Adelaide zurück, die ich damals kennengelernt hatte. Wir hatten uns geändert, waren älter und vielleicht zu sehr aneinander gewöhnt. Wir lebten komfortabel, ohne große Überraschungen. Einige Gefühle waren verloren gegangen. Ich glaube, Adelaide kaufte den Johannisbeerduft immer mit einer heimlichen Absicht. Sie wusste, dass mein Bild von ihr zutiefst an diese Erfrischung gebunden war. Wir hatten uns zum ersten Mal an einem heißen Nachmittag in einer Eisdiele getroffen. Im Beisein anderer war ich immer etwas überdreht. Ich betrat den Laden, schlug ihr auf die Hand und die rote Erfrischung ergoss sich über die Theke. Der Duft breitete sich aus und hüllte uns ein. Durch diese Wolke von Verwirrung hindurch sah ich das Lächeln. Ja, ihr Lächeln schwebte aus dem Duft der Frucht. In meinem Kopf verschmolzen zwei Bilder, das Rot der Erfrischung und das Weiß ihrer Zähne. Dieser Augenblick ist nie verloren gegangen. Er lebt jeden Abend wieder auf, wenn unsere Gesichter auf den Betttüchern ruhen und der Johannisbeerduft um uns herum in der Luft liegt. Ich ging ins Bad und putzte mir die Zähne. Augentropfen für die geschwollenen Augen, kein Licht im Zimmer. Adelaide erwartete mich an der Tür. Seit 32 Jahren betritt sie zur Schlafenszeit das Zimmer nur gemeinsam mit mir. Ich gehe auf das Bett zu. Meine Hand ruht auf ihrer Schulter. Diese Geste tut uns beiden gut. Wir haben unsere Tradition. An der Tür zum Zimmer schaute ich die Truhe auf dem Kleiderschrank an. Ich könnte nicht einmal sagen, warum ich dorthin blickte. Es war automatisch. Die Korbtruhe war schon nachgedunkelt. Als sie zum letzten Mal geöffnet wurde, war Adelaide schwanger. Jedenfalls dachten wir das.
Der Bauch wuchs und wuchs, die Regel blieb aus, ihr war übel. Psychologische Schwangerschaft, sagte der Arzt, und wir glaubten ihm nicht. Wir waren so zuversichtlich. Dieses Kind war nicht geplant, aber wir fanden es gut und gewöhnten uns an die Vorstellung. Bis ich eines Morgens vor Sonnenangang aufwachte, weil die Pathetik auf dem Klavier ertönte. Noch nie hatte ich Musik gehört, die solche Verzweiflung ausdrückte. Selbst Beethoven hätte sich eine schmerzvollere Pathetik nicht vorstellen können. Ich schwöre, mir war zum Weinen, wie ich da im Bett lag und die Töne durch den Flur zu mir drangen. Möglich, dass ich intuitiv erfasst hatte, was jene so qualvoll dem Klavier entrungene Musik bedeutete. Einen lebendigen, durchdringenden Schmerz. Sie saß auf dem Klavierhocker ohne Bauch. Ich konnte das nicht begreifen. In meinem Kopf sprang etwas in Stücke. Von einem Tag zum anderen, im Verlauf einer Nacht, war der Bauch verschwunden. Es war keine wirkliche Schwangerschaft gewesen. Jahrelang noch musste ich daran denken. Es hat mich sehr beeindruckt. Mein Kind nicht mehr als eine Luftblase. Adelaide hob die Babyausstattung in dieser Truhe auf. Sie stammte von der Mutter meiner Schwiegermutter und wurde von Tochter zu Tochter weitergegeben. Adelaide hatte ihre Aussteuerterin mitgebracht. In der Woche nach unserer Hochzeit öffnete sie sie und verteilte alles auf die Schubladen. Wir stellten die leere Truhe auf den Kleiderschrank. Aufgehoben, mit Lack überzogen und voller Mottenkugeln ging Mäuse und Küchenschaben. Sie füllte sich mit Paketen, von Adelaide gepackt, alle im gleichen Format, auf die gleiche Weise verschnürt, in hellbraunes Packpapier eingeschlagen. Das gleiche Papier, das wir auch für die Kalender benutzen. Ich versuchte zu erraten, was darin war. Sie erzählte es mir nicht. Abgesehen von solchen Zeiten war es so, als existierte die Truhe gar nicht. Wir ließen sie in Ruhe und sprachen nicht darüber. Ich vergaß sogar, dass sie mit all den Paketen da oben stand. Manchmal wurde ich neugierig, wollte wissen, was für Sachen meine Frau darin wohl aufbewahrte. Fragen, warum sie mir nichts darüber sagte. Es ist an der Zeit, sie auszufragen. Warum so ein Unsinn? Und wenn ich eifersüchtig wäre? Ich würde Krach schlagen. Von wegen. Was für Geheimnisse hat Adelaide? Und warum sollte sie nicht eins haben, ein Stück Welt für sich allein? Natürlich. Als ich meine Hand auf ihre Schulter legte, erbebte sie und nahm meine Hand weg, ohne mich anzusehen.